Ich glaube, es gibt wirklich nichts Unangenehmeres, als einen Blähbauch zu haben. Deshalb zeige ich dir in diesem Video ein paar meiner persönlichen Top-Strategien, wie du es überhaupt vermeiden kannst, alle möglichen Hosenknöpfe ständig aufmachen zu müssen nach dem Essen und damit du dich einfach gut fühlst, nicht aufgebläht und mit einem flachen Bauch auch rumlaufen kannst. Also, los geht's! Gleich der allerwichtigste Tipp vorab. Du kannst sogar das richtige und gesunde essen, aber oft kommt es nicht mal darauf an, was du gegessen hast, sondern wie du es gegessen hast. Oder besser gesagt, wie du das Essen zubereitet hast. Denn es gibt einfach bestimmte Nahrungsmittel, die sind total schwer für unseren Körper zu verdauen. Das heißt, durch die richtige Zubereitungs- und Kochart können wir dieses Nahrungsmittel leichter verdaulich gestalten und somit auch unsere Verdauungsprobleme sehr, sehr stark reduzieren. Zu diesen eher schwer verdaulichen Nahrungsmitteln gehören einmal die Gruppe der Getreide. Getreide, dazu zählt halt Quinoa, Emmer, Weizen, Dinkel, alles, was wir so kennen, auch klassisch als Mehl- und Brotgerichte. Dann die zweite Gruppe sind die Hülsenfrüchte. Ich denke mal, jedes Böhnchen gibt sein Tönchen. Kennt auch jeder oder hat schon mal jeder erlebt. Also Linsen, Bohnen, Kichererbsen, ja, Hülsenfrüchte eben. Und die dritte Gruppe sind Nüsse und Samen. Da muss ich, glaube ich, auch nicht so viel dazu sagen. Leinsamen, Mandeln, Cashews. Der Grund, warum genau diese drei Lebensmittelgruppen sehr schwer verdaulich sind, liegt zum einen daran, dass sie aus komplexen Proteinen bestehen, aber auch aus Mehrfachzuckermolekülen und dass auch ihre Nährstoffe oft an andere Stoffe wiederum gebunden sind, sodass unser Verdauungstrakt sich richtig, richtig schwer damit tut, das Nährstoff da rauszuholen aus dem Nahrungsmittel und für unseren Körper dann quasi zugänglich zu machen. Darum haben sich auch schon unsere Vorfahren überlegt, wie mache ich das, dass ich aus dem Nahrungsmittel aber auch den maximalen Nutzen ziehen kann. Und da haben sie drei verschiedene Methoden entwickelt. Und zwar einmal das Einweichen, das Fermentieren und auch nochmal das Keimen. Ich persönlich finde aber im Alltag das Einfachste, was einfach umzusetzen ist, ohne wirklich viel extra Arbeit und Heckmeck, ist das Einweichen. Und auf die anderen beiden Verfahren gehe ich jetzt halt nicht ein. Wir kümmern uns einfach mal um das Einweichen, weil es einfach das Alltagstauglichste ist, meines Erachtens. Und zwar, weil die Nachfrage nach diesem ganzen, wie weiche ich die Sachen richtig ein, wie lange, bla bla bla, so groß war, habe ich dazu einen ganzen PDF-Guide erstellt, wo ich dir zeige, wie du was, wie lange einweichst, die Methode dahinter, um dieses Nahrungsmittel dann im Anschluss maximal bioverfügbar für dich zu gestalten. Also ich werde diesen Guide unten verlinken. Da geht es wirklich nochmal ins Detail, dass du weißt, wie du es zubereitest, damit dein Körper diese drei Nahrungsmittelgruppen, also Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse und Samen, wirklich optimal verdauen kann. Schau den auf jeden Fall unten an, da sind dann hoffentlich alle deine Fragen mit beantwortet. So, ein paar andere weitere Tipps außer dem Einweichen, um deinen Blähbauch ein bisschen schrumpfen zu lassen und überhaupt zu verhindern, dass er kommt, ist natürlich einmal langsamer essen. Ganz viele Strategien zum langsamer Essen, Gewohnheiten, die du einbauen kannst, damit das auch wirklich gelingt, habe ich dazu sogar schon einmal ein Video hochgeladen, werde ich dir auch hier oben verlinken und auch in der Infobox. Schau dir das auf jeden Fall nochmal an, falls du das in deinem Alltag auch wirklich integrieren möchtest. Kann ich aber auch nur wärmstens empfehlen, weil, naja, wie heißt es so schön, gut gekaut ist halb verdaut. Ein weiterer Tipp, den ich dir wirklich wärmstens mit auf den Weg geben kann, das sage ich auch jedem von meinen Kunden beim Coaching, da gehen wir ganz speziell und in die Tiefe nochmal darauf ein, und zwar, wie kombiniere ich Nahrungsmittel miteinander? Weil, wie gesagt, oft liegt es gar nicht mal daran, was du jetzt gegessen hast, sondern wie hast du die Sachen kombiniert? Und da ein schneller Tipp zum Umsetzen wäre jetzt, versuche Obst nie mit anderen Lebensmitteln zu kombinieren. Was meine ich damit? Obst ist einfach wirklich ein Einzelgänger und am besten kann dein Körper damit umgehen, wenn du es einfach auf leeren Magen isst, also nicht zusammen mit irgendwas anderem. Das heißt, dieses klassische, ich grill jetzt oder habe jetzt ein Steak mit Nudeln, Pasta, sonst was und da hinten dran noch ein Obstsalat, ist überhaupt keine gute Idee. Grund dafür: Obst braucht im Schnitt 20 Minuten, um verdaut zu werden. Das heißt, es flutscht eigentlich total schnell durch. Aber Proteine, komplexe Kohlenhydrate liegen tatsächlich sehr lange im Magen. Und somit kommt es dann wirklich wie auf einer Autobahn zu einem Stau. Das Obst kann nicht durchflutschen, wenn davor ein Steak schon in deinem Magen liegt. Und wenn es in der Warteschlange steht, fängt es an zu gären. Und was passiert, wenn wir gären? Alles fängt sich ein bisschen an aufzublähen. Und ja, sagen wir es mal so in Kurzform, es tut deiner Verdauung nicht gut und du belastest deinen Körper unnötig, wenn du es einfach vom Timing her ein bisschen, ja, schlecht kombinierst. Sagen wir es mal so.
Der vorletzte Tipp wäre, auch darauf zu achten, wann du isst. Denn zum Beispiel in der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, gibt es dieses Konzept, dass bestimmte Organe zu bestimmten Uhrzeiten am Tag ihre Aktivitätshochphase haben und dann wiederum zu einer anderen Zeit am Tag komplett runterfahren und in sogenannte Ruhephase dann eintreten. Nehmen wir mal als Beispiel den Magen. Der Magen hat seine höchste Aktivität nach der TCM zwischen 7 Uhr morgens und 9 Uhr abends. Und genau 12 Stunden später kommt er in eine Ruhephase. Das heißt, da fährt seine ganze Aktivität hinunter. Das heißt, also eigentlich dieses klassische zum Frühstück wie ein König essen, mittags wie ein Kaiser, abends wie ein Bettler, da ist wirklich, wirklich was dran. Denn in der Früh zwischen 7 und 9 Uhr, da hat dein Magen eine sehr hohe Aktivität. Das heißt, er kann auch eigentlich die Sachen sehr gut verdauen. Das resultiert dann darin, dass wir in der Früh vielleicht eine große Mahlzeit gegessen haben und die sogar gut vertragen haben. Aber wenn wir die gleiche Mahlzeit am Abend dann wiederum essen, fühlen wir uns so, als hätten wir 7 Geißlein gegessen. Das heißt, achte wirklich darauf, auch wann du isst. Falls dich das Thema rund um Timing auch nochmal sehr interessiert, dazu habe ich auch 2 wirklich informative und umfassende Guides erstellt, die dir beibringen sollen, wann dein Körper aus dieser naturheilkundlichen Sicht zu welcher Uhrzeit wie funktioniert. Und dann kannst du auch für dich herausfinden, um die Uhrzeit ticke ich gerade so und so und dann tut mir auch das und das gerade gut. Also werde ich auch unten in der Infobox verlinken, dann kannst du dich da ein bisschen mehr auch einarbeiten und kriegst eine Übersicht, wie du diese naturheilkundliche Wissen in deinem Alltag auch integrieren und praktizieren kannst. Und der allerletzte Tipp, vielleicht hast du den auch schon immer irgendwo gelesen, ist immer Fenchel, Kümmel, Anis-Tee trinken. Entweder mal zum Essen oder nach dem Essen. Fenchel, Kümmel, Anis ist eine tolle Mischung, die hilft einfach auch, die Verdauungsbeschwerden zu reduzieren und auch sowas wie Blähungen gehen dann dadurch zurück. Das ist einfach nur ein schneller Tipp für zwischendurch mal. Ich hoffe, meine Top-Tipps haben dir auch geholfen und gefallen. Was ist dein Top-Tipp gegen Blähbauch oder hast du irgendeine Strategie, die wirklich effektiv ist? Dann lass es uns wirklich super gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich und alle anderen Zuschauer auch, von dir dazu zu lernen. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Und ich gönne mir jetzt, glaube ich, einen Fenchel-Kümmel-Anis-Tee. Fenchel-Kümmel-Anis-Tee. Boah, ganz schön langes Wort auszusprechen, wenn man schon die ganze Zeit in einem Redefluss war. Okay, egal. Also dann, bis nächste Woche. Für die.